Leute, was geht ab? Tut mir leid, dass ich aussehe wie Scheiße, aber wir sind hier gerade mitten im Umzug. Wir haben gestern schon angefangen aufzuräumen und die Wohnung sieht jetzt schon fast wieder so aus, abgesehen von unserem ganzen Scheiß, wie wir sie vorgefunden haben. Den Tisch hatten wir zum Beispiel abgebaut. Unser Esstisch ist schon raus. Ich bin eigentlich ziemlich schockiert, weil ich davon ausgegangen bin, heute ist erst Freitag. Wir haben gestern am Donnerstag schon angefangen, alles auszuräumen. Und wir fahren erst am Sonntag. Und ich habe eigentlich gedacht, dass wir erst Samstagnachmittag anfangen würden, alles auszuräumen. Und dann, dass wir dann eine richtige Stressattacke verfallen, aber... Not with this guy. This guy is always organized. Wie fühlst du dich, Mick? Schwitzig und... ich weiß nicht, ich glaube, ich freue mich, wenn... wir los können. Ich würde am liebsten noch heute Abend los, alles fertig machen und los, aber wir sitzen heute noch fest, morgen noch fest und erst am Tag darauf geht's los. Ich fand die letzten so 2-3 Wochen waren für mich echt hart, mich so damit abzufinden, dass wir jetzt aus London gehen, aber dann waren wir in Berlin, haben alle unsere Freunde wieder getroffen und jetzt geht's mir ähnlich wie Mick. Ich bin eigentlich jetzt ready zu gehen. So, ich halte jetzt meine Fresse, wir räumen jetzt weiter auf und dann sehen wir uns gleich, wenn die Wohnung leer ist und wir ready sind zu gehen. Leute, wir haben uns Verstärkung geholt. Ja, hi. Sie putzt jetzt mit uns und sie hat, weil wir dumm sind und wir wieder nichts haben, hat sie uns hier alles mögliche an Waschzeug mitgebracht. Yo, Leute, was geht? Heute ist Sonntag und wir fahren heute zurück. Der Tag ist gekommen. Ich habe voll gut geschlafen, weil Mick gestern gesagt hat, yo, Kostas, nimm halt eine Schlaftablette. Normalerweise, Leute, ihr versteht nicht, ich nehme sowas niemals. Ich nehme eigentlich auch richtig, richtig selten Medizin und ich habe noch nie vorher in meinem Leben eine Schlaftablette genommen. Better sleep well. Und dieses Ding hat mich halt komplett ausgenockt. Und ich habe wie ein Baby durch die Nacht geschlafen und fühle mich jetzt sehr gut vorbereitet für den Tag. Ich würde sagen, ich mache mich mal eben kurz fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Mick ist schon in der Dusche. So, Leute, ich bin jetzt fertig gemacht. Und da ist Mickey. Ich wollte euch kurz noch eine Sache zeigen. Und zwar, gönnt euch einfach mal, wie sauber und schön... Okay, da ist noch der Staubsauger. Aber generell, wie schön und sauber diese Wohnung ist. Leute, ich glaube, seitdem wir hier eingezogen sind, war sie nicht einmal so aufgeräumt wie jetzt. Leute, es ist alles so sauber. Es ist so sauber. Yummy! Was ist das Allerbeste an einer langen Autofahrt? Snacks! Snacks! Unsere Wohnung ist jetzt ganz leer. Everything ready to go. Du auch, Ivy? Freust du dich? Ja, voll. Freust du dich auf Deutschland? Ja, ich freue mich voll auf Potsdam. Ich bin gespannt auf eure Wohnung. Und du? Freust du dich auf Deutschland? Ja, das ist, ich freue mich auf die Klimaanlage im Auto. Ja. Dumm. Es geht los! Guckt euch das einfach an. Es ist einfach ein fucking englisches Auto, wo das Lenkrad auf der rechten Seite ist. Und... das Problem ist, zuerst haben sie zu uns gesagt, es wird Automatik sein, aber jetzt ist es einfach ein Schaltwagen. Das heißt, man muss mit der linken Hand schalten. Anja fährt die erste Tour. Zuerst habe ich so gesagt, ich will am liebsten gar nicht fahren, aber jetzt habe ich es mir, glaube ich, anders überlegt. Ist es bequem? Geht so. Ja. Es geht los! Wow, Anja! Cheese, Kensington Gardens, Cheese. Und Leute, wie ist die Stimmung? Noch angespannt ein bisschen. Wey, wollte ich hören. Wir brauchen noch 1 Stunde 15 bis zur Fähre. Und dann geht es aufs Festland. Ich hab schon 2 Brötchen gefressen. Mick auch. Anja hat schon einen Spiegel umgefahren. Wenn du heim mit uns bist, zwischen Wolkenkratzer und Nightlife. So, wir sind jetzt fast in Dover und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich versuche mal ranzuzoomen. Da ist das Meer! Leute, ich habe gerade den krassesten Flashback. Ich fühle gerade die Nacht nochmal, in der Mick und ich hier angekommen sind.
und in der ich so verwirrt war, als wir hier rausgefahren sind mit unserem deutschen Auto auf der falschen Straßenseite. Das wird sowieso voll geil. Wir fahren gleich auf die Fähre und letztes Mal sind wir, ich weiß gar nicht um wann, 11 Uhr oder so gefahren. Und jetzt ist es Tag und schön. Ich weiß nicht, ob das ein Wink des Schicksals ist oder wie das eine Lehre sein soll, aber das eine Mal im Leben, wo ich zu früh dran bin. Wir sind früher als erwartet losgefahren und jetzt stehen wir hier an der Fähre. Wir hatten extra ein Flexi-Ticket gebucht, dass wir, wann immer wir ankommen, los auf die Fähre und weiterfahren können. Und jetzt sagen die, ja, tut mir leid, ihr hättet gar nicht das Flexi-Ticket buchen müssen, weil die Fähre voll ist. Und ihr müsst jetzt leider die Zeit nehmen, die ihr gebucht habt, nämlich in einer Stunde von jetzt an. Das heißt, wir müssen jetzt hier warten und rumsitzen. Aber egal, dafür ist es hier mega schön. Und hier ist voll die schöne Luft und der Himmel ist schön blau. Du freust dich auch, Oliver, dass du ein bisschen Pause vom Auto hast. Ich habe gerade schon wieder Anschiss bekommen, weil man hier anscheinend nicht filmen darf. Da war so ein Typ, der hat gesagt, no camera, no camera. Wir sind jetzt auf der Fähre. Die anderen beiden sind schon hochgegangen, damit wir einen guten Platz oben bekommen. Und dann hoffe ich, dass ich ein bisschen was Cooles filmen kann, weil es heute endlich mal Tag ist. Nicht so wie als wir hergekommen sind. Aber ich warte jetzt gerade noch am Auto, weil die Püppi nämlich nicht mitkommen darf. Ich muss leider am Auto warten. Aber letztes Mal waren wir so richtig gestresst, Nick und ich. Wir waren so, oh mein Gott, das wird bestimmt voll scheiße für sie sein. Aber es ist cool, dass man, sobald man oben ist, dann Mitarbeiter fragen kann und die gehen dann mit einem runter und dann kann man gucken, ob mit dem Hund alles in Ordnung ist. Aber letztes Mal hat Ivy einfach gepennt. Sie hat einfach so gechillt. Als wir gekommen sind, hat sie nicht mal hochgeguckt, sondern einfach weiter geschlafen. Und es war so. Zwei Gründe, warum wir jetzt essen. Einmal, weil wir Hunger haben, aber auch, weil der Sack, wo das Essen dran ist, einfach meinen halben Sitz eingenommen hat und ich da hinten saß wie so Harry Potter in seinem Wandschrank. Deswegen ja, habe ich denen gesagt, dass jetzt alles weggefuttert werden muss. Was andere Leute auf ihrem Tisch haben, was wir auf unserem Tisch haben. Leute, und was wäre ein Roadtrip ohne? Chill mal, Frau Freitag. Das gönnen wir uns jetzt für die nächsten 3 Stunden. Anja kennt es noch nicht. Und ich habe mit der Schrecken festgestellt, dass wir in 7 Stunden schon zu Hause sind. Ja. Das ist so cool. Ha? 8. Nein, das ist auch schon Belgien. Ah, auf jeden Fall mal das Schild, dass wir jetzt in Belgien sind. Wir sind in Belgien. Wie geht's? Gut. 8 Stunden noch. 7, sagt meins. Halbe bis dreiviertel Stunde Stau kommt jetzt. Ah, wie ätzend. Ich wollte euch kurz was erzählen, Leute. Und zwar, wir hören gerade Frau Freitag und da geht es ja um so Schulgeschichten. Und sie hat gerade über, wie hat sie den genannt, den Hunde? Keine Ahnung, auf jeden Fall halt so diese Art von Lehrer, die immer so richtig mega streng sind und deren Taktik immer ist, die Schüler so einzuschüchtern, dass sie einfach Angst haben, irgendwas zu sagen. Weil ich hatte auch mal so einen Lehrer, der hat wirklich entweder so laut gebrüllt, dass alle Schüler Angst hatten. Und der hat auch manchmal gezielt mit Kreide auf Schüler geworfen, wenn sie nicht aufgepasst haben. So. Und ja. Ach, Leute, ich bin dumm. Der Grund, warum ich gerade diese Geschichte erzählt habe, ist nämlich, weil ich euch fragen wollte, habt ihr auch solche Agro-Lehrer? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Gerade eben, als ich aufgenommen habe, hat Mick noch gesagt. Micky, wo bist du? Da hat er noch gesagt, scheiße, wir kommen jetzt in einen halben Stunden Stau. Ich will keine Werbung machen, aber das Navi oder die Navi-App von Apple ist wirklich cool, weil sie uns einfach plötzlich gesagt hat, wollt ihr vielleicht diesen Umweg nehmen, dann seid ihr 17 Minuten schneller. Jetzt sind wir einfach den fucking Stau umfahren, das ist so geil. Ich bin glücklich. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. Ey, wir sind jetzt schon fast in Deutschland und ich wollte fragen, Nick, worauf freust du dich am meisten in Deutschland, jetzt wo wir kurz vor Deutschland sind? Auf Schlaf? Ja. Das ist so die langweiligste Antwort, die man geben könnte. Ich will schlafen. Also ich freue mich schon, in case someone is wondering, auf
schwimmen gehen. Das machen wir nämlich in den nächsten Tagen. Und ich freue mich auch schon auf richtiges Brot. Oh Gott, mit so richtig geiler Kruste. Ich freue mich auf Euro-Geld, weil das einfach hübscher ist als Pound-Geld. Und ich freue mich aber tatsächlich auch schon, weil ich habe mir so einen richtig geilen neuen Rechner bestellt. Und ich freue mich mega doll, den auszupacken und auch daran zu arbeiten. Und Anjalita? Einfach noch die letzten paar Tage mit euch zu genießen. Also, oh yeah. Das ist schon, auch wenn wir gar nichts machen, nur in der Wohnung sind. Das ist alles okay. Gut, darauf habe ich gehofft, dass sie das sagt, damit ich an meinem PC hänge. Spaß. So Leute, Nightshot, weil es einfach mitten in der Nacht ist. Ich bin richtig sad, weil in jedem Scheißland haben wir das Schild gesehen, das uns in dem Land willkommen geheißen hat. Und Deutsch lernen haben wir verpasst. I'm sad. So, ihr habt gedacht, die Sing-Session ist vorbei. Falsch gedacht. Das ist so random. Aber dieses Lied, ganz kurz, es ist ja von Mulan und Mick kann einfach das ganze Lied auf Französisch. Oh mein Gott, gönnt euch das. Oh mein Gott, der ist so schön. Ich komme nicht so auf klar. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so einen schönen Mond gesehen habe. Wie geht's euch? Leute, es ist jetzt 1.15 Uhr. Hey, in 2 Stunden sind wir... Oh ne, ja, fuck, in 3 Stunden sind wir schon da. So Leute, ich wurde wieder nach hinten verfrachtet. Ich muss euch kurz von meinem erschütternden Erlebnis erzählen. Mick, wie hast du schön beschrieben? Servicewüste Deutschland. Hey, wir sind hier gerade bei so einer blöden Tankstelle und ich tank einfach für 60 Euro den scheiß Wagen voll und will auf Klo gehen und dann sagt der, nein, Sie können nur auf Klo gehen, wenn Sie 1 Euro Kleingeld haben. Und ich denk so, Mensch, ich habe gerade 70 Euro bezahlt für den Tank, dann lass mich doch auf Klo gehen umsonst, aber... Oh, und mit denen lässt sich auch nicht diskutieren, der ist dann einfach so, ja, haben die jetzt das Geld oder nicht? Ich wollte den wirklich eigentlich fragen, so, können Sie mir einfach 1 Euro geben? Naja, dafür war ich dann doch zu stolz. Sind wir da! Weniger als 1 Stunde noch. Anja ist einfach das größte Tier. Sie hat einfach die ganze Strecke gefahren. Ja, auf jeden Fall halten wir uns gerade wach mit lustigen Frage-Antwort-Spielen. Ich wollte noch kurz eine Sache sagen, das worauf natürlich alle gewartet haben. Sogar mein Partnermanager hat mich danach gefragt. Ich habe keinen Schlüssel mit. Dun, dun, dun. Und ich muss kurz dazu erzählen, ich hatte heute Morgen wirklich so eine kurze Panikattacke, als Mick meinte so, hast du eigentlich den Schlüssel für zu Hause? Und ich war so, fuck, 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 fuck. Ah, dann ist mir eingefallen. Wir haben mit Absicht beide Schlüssel einfach direkt in Deutschland gelassen. Tommy ist bei uns in der Wohnung, der macht uns gleich auf und beide Schlüssel sind da. Ja, 50 Minuten, dann sind wir zu Hause. Wir sind in Potsdam! Ja, Leute, als wir angekommen sind, war es 6 Uhr früh, die Sonne ist schon aufgegangen und wir waren einfach mega fertig. Deswegen habe ich vergessen, das Mikro anzumachen. Wir waren einfach nur durch. Haut rein, bis dann!